بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Also wir waren beim letzten Mal stehen geblieben und haben gesprochen über die Pflicht des Gemeinschaftsgebets und welche Vorzüglichkeit es gibt für diejenigen, die am Gemeinschaftsgebet teilnehmen. Und allem voran natürlich gemeint ist die fünf Pflichtgebete. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran in Surah 24, Vers 36, solche Lampen gibt es in Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird. In Preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, noch der Verrichtung des Gebetes, von der Verrichtung des Gebetes und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden. An diesem Vers wird die Wichtigkeit des Gebetes betont, und was uns von dem Vers besonders ins Auge sticht, ist die Aussage Allahs, dass der gläubige Mensch sich vom Gebet in der Moschee nicht ablenken lässt durch den Handel oder irgendwelche Kaufgeschäfte. Und das sind ja auch Mubah-Sachen. Also wie wäre es dann also mit Haram-Sachen? Das wäre natürlich dann noch viel, viel schlimmer. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Tawbah, zu Beginn der Surah sagte er subhanahu wa ta'ala im 18. Vers: Gewiss, Allahs Moscheen bevölkert nur, wer an Allah an den jüngsten Tag glaubt, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Wenn also jemand sich zur Gewohnheit gemacht hat, die fünf Gebete in der Moschee zu verrichten, dann dürfen wir glauben, dass diese Person ein gläubiger Mensch ist und an Allah glaubt und an den jüngsten Tag glaubt und das Gebet auch sonst regelmäßig verrichtet und die Abgabe entrichtet und so weiter und so fort. Denn das kriegt noch nicht einmal ein Heuchler hin, dass er fünfmal pro Tag in der Moschee betet. Denn den Heuchlern, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, fallen das Isha-Gebet und das Morgengebet schwer. Und wenn eben jemand von den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die nicht am Morgengebet teilgenommen hat, dann haben die Sahaba unter sich gedacht, wie Ibn Abbas, glaube ich, war das gesagt hat, wir dachten, das wäre dann ein Heuchler. Ja, weil er nicht am Gebet teilgenommen hat, obwohl er am Gebet teilnehmen muss. Und über die Pflicht allerdings haben wir gehäuft gesprochen schon, und deswegen gehen wir nun weiter und fassen zusammen. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte: وَمَنْ تَأَمَّلَ السُنَّةَ حَقَّ التَّأَمُّلْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ فِعْلَهَا فِي الْمَسَاجِدِ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ. Er sagte, wer die Sunna richtig verinnerlicht, das heißt die Überlieferung in der Sunna richtig verinnerlicht, dem wird klar, dass das Verrichten des Gebetes in der Moschee Pflicht ist für jeden einzelnen Muslim. Die Ausnahmen haben wir letztes Mal besprochen. إِلَّا لِعَارَدٍ يَجُوزُ مَعُهُ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ. Wie er sagte, es sei denn, es passiert etwas, es gibt etwas, einen Grund, warum man nicht am Gemeinschaftsgebet teilnehmen muss. Und so weiter und so weiter und so fort. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat al-Baqarah, sagte er subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Er sagte, und wer ist ungerechter als jemand, der es verbietet, dass die Leute in die Moscheen kommen, in die Moscheen Allahs kommen, und dass Allahs Name darin gedacht wird und auch noch sich darin beeilt, die Moscheen zu zerstören. Und das Zerstören im wortwörtlichen Sinne wissen wir, aber wir wissen, liebe Geschwister, wodurch ist eine Moschee, wodurch wird sie auch zerstört? Natürlich dadurch, dass die Leute nicht in die Moschee kommen und nicht in der Moschee beten, denn die Moschee ist ja dafür gemacht worden, dass man darin das Gebet verrichtet. Deswegen, das Gemeinschaftsgebet zu verrichten in der Moschee, das ist der Sinn, warum dieses Gebäude gebaut worden ist. Und das ist der Sinn, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch das erste, was er gebaut hat, als er in Medina angekommen ist, hat er die Moschee gebaut und nicht mit etwas anderem angefangen. Und das war für ihn das Allerwichtigste, weil das der Versammlungsplatz der gläubigen Menschen ist. Ja, das könnt ihr euch vorstellen, eine Moschee ist wie ein Magnet,
Und die Leute, was ist der Magnet, wenn der zieht natürlich Metall an. Ja? Und Metall sind die gläubigen Menschen in der Gesellschaft. Und die Ungläubigen oder die nicht sehr gläubig sind, die werden von den Magneten nicht angezogen. Ansonsten die Gläubigen werden alle zur Moschee gezogen. Und deswegen sagt man ja auch, dass die Adresse von den rechtschaffenen Menschen sind die Moscheen. Das heißt, wenn es gute Menschen gibt, dann hat er was mit den Moscheen zu tun, geht er in die Moschee. Wenn er jemand nicht in die Moschee geht, dann weißt du, dass er ein schlechter Mensch ist. Und das können wir genauso hinnehmen, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ja die Sache zur Pflicht gemacht. Und das ist ja eine der ersten Pflichten überhaupt, dass man das Gebet verrichtet. Ja. Und wenn man es verrichtet, muss man natürlich auf die Art und Weise verrichten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Wie dem auch sei, wenn man zum Beispiel einer Arbeit nachgeht und besonders das in muslimischen Ländern und dann die Möglichkeit hat, das Gebet bei der Arbeit zu verrichten in der Gemeinschaft, weil sonst, wenn sie in die Moschee kommen würden, irgendwelche Sachen wie heißt es, durcheinander geraten würden, wie zum Beispiel manche Leute, die Aufsicht haben oder Ärzte, die gerade im Einsatz sind oder Leute, die verantwortlich sind dafür, dass zum Beispiel die ganze Straßenbeleuchtung funktioniert und weiß nicht, was es alles gibt. Solche Leute natürlich müssen die ganze Zeit im Dauereinsatz sein, dass wenn etwas passiert, müssen sie einspringen. Und wenn solche Leute dann unter sich Gemeinschaften bilden und ihr Gebet in der Gemeinschaft verrichten, ist es auch in Ordnung. Und deswegen sieht man, dass es der Islam großen Wert darauf legt, dass das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet wird. Nicht zuletzt sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mehrere Hadithe darüber, wie wertvoll es ist, das Gemeinschaftsgebet zu verrichten. Wenn wir vom Gemeinschaftsgebet sprechen, was ist die kleinste Gemeinschaft, die sich zusammenfinden muss, damit man von einem Gemeinschaftsgebet verrichtet? Die Gelehrten sagen, die kleinste Gemeinschaft ist, wenn zwei Personen zusammen beten. Ein Mann und ein Mann oder ein Mann und eine Frau. Das ist egal, auf jeden Fall, das ist die kleinste Gemeinschaft, die es gibt. Oder auch zwei Frauen natürlich, ja. Es gibt einen Hadith, der ist allerdings schwach, der dies betonen würde, und zwar überliefert von Abu Musa al-Ash'ari, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt habe, al-ithnani fa ma fawqahuma jama'a. Also zwei und aufwärts gelten als Gemeinschaft. Ja? Dieser Hadith bei Ibn Majah ist allerdings nicht authentisch. Und was auch ein Beweis ist, ihr kennt, als einmal ein Mann in die Moschee gekommen ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon das Gebet verrichtet hat mit den Gläubigen, dann wollte eine Person alleine beten und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, man yatasaddaq ala hadha, wer spendet, wortwörtlich heißt es, wer spendet dieser Person etwas, wer möchte dieser Person etwas spenden, und gemeint ist mit der Spende, dass er mit ihm zusammen betet, damit die andere Person die gleiche Belohnung bekommt, als hätte sie ein Gemeinschaftsgebet verrichtet. In einer Version, allerdings, die ist schwach, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende dann, Hadhani Jama'a, diese beiden bilden eine Gemeinschaft. Aber auch ohne diesen schwachen Zusatz ist der Hadith an sich sahih, bis auf diesen Zusatz. Und dieser Zusatz ist allerdings auch klar, denn was für eine Art Spende gibt er ihm, indem er mit ihm ein Gemeinschaftsgebet verrichtet, damit er eben die Belohnung eines Gemeinschaftsgebetes bekommt. Und ebenso gibt es manche Gelehrte, die sogar die Übereinkunft darüber gesprochen haben, dass ab zwei Personen schon das schon als Gemeinschaftsgebet gilt und Allah weiß am besten Bescheid. Frauen, liebe Geschwister, für sie ist es Mubah, dass sie am Gemeinschaftsgebet teilnehmen. Das gemeint ist also die Tatsache, dass sie zur Moschee gerufen werden. Der Muadhin ruft und die Frauen hören. Der Mann muss kommen. Die Frauen müssen nicht kommen, sondern für sie ist es Mubah. Wenn sie kommen, ist es gut. Und wenn sie nicht kommen, natürlich, wenn sie kommen, werden sie dafür belohnt. Und wenn sie zu Hause beten, werden sie auch dafür belohnt. Weil ihr wisst ja, das Gebet der Frau zu Hause ist besser, als für sie in der Moschee zu verrichten. Bis auf natürlich das Eid-Gebet, das ist natürlich eine Ausnahme. Und die Frauen dürfen also, es ist für sie Mubah, am Gemeinschaftsgebet in der Moschee teilzunehmen, wenn ihre Ehemänner es ihnen erlaubt haben. Und auch wenn sie es ihnen erlaubt haben, dürfen sie nur in die Moschee kommen, wenn sie sich nicht parfümieren und nicht so kleiden, dass sie als
also nicht schick machen und nicht hübsch machen, sondern sie müssen sich vollkommen den vollkommenen Hijab tragen und sich entfernen davon, mit Männern in Kontakt zu kommen, soweit sie können. Und dann beten die Frauen, wie wir wissen, hinter den Männern, wie es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam der Fall war. Und für die Frauen ist es auch gut, eine Sunnah, dass sie an den Sitzungen teilnehmen, an denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals oder heutzutage der Imam der Moschee oder jemand anderes eine Rede hält und die Menschen versucht wach zu rütteln und zu ermahnen, also ein Wa'adh hält oder Maw'idha auf Arabisch. Solche Sachen, das ist gut für eine Frau, an solchen Dingen teilzunehmen oder auch an Sitzungen, an denen der Islam gelehrt wird, wie in einer Sitzung, wie wir uns heute befinden, in dem die Frauen natürlich sich getrennt befinden von den Männern und nicht am besten natürlich getrennt sind, und so muss es auch sein. Ebenfalls, liebe Geschwister, dürfen die Frauen, es ist Sunna für sie ebenfalls, ein Gemeinschaftsgebet unter sich zu verrichten. Das heißt, wenn die Frauen alleine sind zu Hause oder die Mutter mit der Tochter oder der Schwester oder weiß nicht was, dann ist es auch für sie Sunna, dass sie in Gemeinschaft das Gebet verrichten. Egal, ob das nur Frauen sind oder zum Beispiel ein Mann ist und mehrere Frauen. Wenn es ein Mann ist, natürlich der Mann betet vorne, die Frauen beten hinten. Ansonsten, wenn es nur Frauen sind, dann betet eben eine Frau von den Frauen als Imam vor. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ordnete Waraqa radiallahu anha an, dass sie in ihrem eigenen Haus Imam ist für die Familie des Hauses. Ja. Natürlich ist gemeint für sie und ihre weiblichen Angehörigen oder für Kinder, die noch nicht alt genug sind, ja, also die noch nicht das Gebet also verrichten können als Imam. Ansonsten natürlich betet eine Frau nicht einem Mann vor, das gibt es nicht. Dieser Hadith ist bei Imam Ahmad überliefert und auch anderswo, und der Hadith ist Hassan. Und auch andere Sahabiyat, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, haben als Imam fungiert. Der Begriff Imam habe ich jetzt eingeführt. Imam ist ein Mann, dann habe ich mal ein, ihr wisst im Arabischen immer, wenn man so ein Tamar Bote dann macht, also ein, man hört es jetzt als Herr, also Imam, Imam macht, dann ist so die weibliche Version. Deswegen sagt man auch zum Beispiel, Imri heißt Mann und Imra'ah ist die Frau und so weiter und so fort. Und man hat auch eingeführt in die arabische Sprache, das ist aber eine neue Sache, und zwar Zawj, Zawj, und da hat man Zawjah danach gemacht, ja. Obwohl eigentlich Zawj gilt für beide. Ja, Zawj ist sowohl ein Ehemann als auch eine Ehefrau. Und im Koran steht es auch, وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. Allah sagte, über Zawjahu, damit meinte er die Ehefrau von Zakaria. Ja? Und das ist nicht Zawjatahu, sondern als ursprünglich in Zawj, das Wort bedeutet Ehemann, Ehefrau. Nur man sagt, man hat dann eben die weibliche Form auch eingeführt, um das zu trennen, bei, besonders bei Erbschaftsgesetzen und so, sonst weiß man nicht mehr, von wem die Rede ist. Ebenso sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Beweis dafür, dass das Gemeinschaftsgebet für alle, für Frauen und für Männer in der Gemeinschaft besser ist. Und zwar sagte er sallallahu alaihi wasallam, تفطر صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. Das Gemeinschaftsgebet ist wertvoller oder ist um 27 Stufen wertvoller als das Gebet, wenn man es alleine verrichtet. Jetzt die Frage ist, in manchen Ländern, Allah subhanahu wa ta'ala erweist den Muslimen so eine große Gunst, dass sie die Möglichkeit haben, an mehreren Orten zu beten. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, in der Moschee vor der Haustür zu beten, und sie haben auch die Möglichkeit zu beten in einer anderen Moschee, weiter entfernt. Stellt euch vor, ihr seid in Saudi-Arabien, dann ist nebenan irgendeine Moschee, aber ein Kilometer weiter ist Al-Masjid al-Haram, oder ihr seid in Medina, das ist der gleiche Fall. Oder ihr seid in einem Ort, wo es eine kleine Moschee gibt neben eurem Haus und eine große Moschee gibt weiter weg und so weiter und so fort. Was macht man in diesem Fall? Allgemein gesehen, man soll in der Moschee beten, die einem am nächsten ist. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, لِيُصَلِّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ وَلَا يَتْبَعُ الْمَسَاجِدِ. Der Mensch oder der Mann soll in derjenigen Moschee beten, die ihm am nächsten ist. Und er soll nicht anderen Moscheen nachgehen. Der Hadith ist sahih. Das ist allgemein gesehen, man soll in der Moschee beten, die einem am nächsten ist.
Hiernach soll man in einer Moschee beten, also angenommen, du hast zwei Moscheen und die sind etwa gleich entfernt, dann soll man in derjenigen Moschee beten, in der es mehr Leute gibt. Denn wir wissen, dass das Gebet in einer größeren Gemeinschaft ist wertvoller als das Gebet in einer kleineren Gemeinschaft. Und der Beweis dafür ist nicht ein logischer, sondern der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Salatu ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu, wa salatuhu ma'a ar-rajulaini azka min salatihi ma'a ar-rajul, wa ma kana akthar fahuwa ahabbu ila Allah. Wenn ein Mann mit einem Mensch, weil im Arabischen der Begriff Rajul wird manchmal verwendet für Mann und auch für einen Menschen allgemein. Wenn jemand mit jemand anderes zusammen betet, dann ist sein Gebet wertvoller, lauterer, reiner, besser, als wenn er alleine betet. Und wenn man mit zwei Leuten zusammen betet, also insgesamt drei ist, ist es besser, das Gebet, als wenn man nur mit einer Person betet, also zu zweit. Und je mehr, desto lieber ist es Allah. Du weißt es. Je mehr, desto lieber ist es Allah. Und deswegen wundert man sich über manche Muslime, die im gleichen Haushalt leider nicht in Gemeinschaft beten. Ja? Der eine betet die Zeit, der andere betet, oder die beten sogar gleichzeitig, aber jeder in seinem eigenen Zimmer. Ja? Das ist sehr, sehr schade, und verantwortlich ist wer dafür? Bestimmt nicht die Kinder, sondern hauptsächlich die Eltern. Und hauptsächlich der Vater, weil er muss dafür sorgen, dass eigentlich die Männer mit ihm in die Moschee gehen und die Frauen zu Hause mit der Mutter beten. Dieser Hadith, den ich gerade vorgelesen habe, ist bei Imam Ahmad, bei Abu Dawud und Ibn Hibban und Al-Albani sagten, der Hadith ist sahih. Es gibt einen Vers im Koran, der darauf hinweist, dass es besser ist, in einer Moschee zu beten, in dem natürlich viele Leute sind, und auch in einer Moschee besonders zu beten, in der rechtschaffene Menschen sind. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, lobend die Leute von Quba. Ihr wisst, Quba, die Moschee in Quba ist die erste Moschee, die im Islam gebaut worden ist, in Medina heutzutage. Allah sagte, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Darin gibt es Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt es, Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Also wie gesagt, es wird eine Gemeinschaft gelobt, die gesamte Moschee wird gelobt, als Leute, die sich lieben, zu reinigen. Allah liebt diese Leute, und deswegen ist es natürlich besser, dass man mit Leuten zusammen ist, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, in der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Gebet erhört. Hiernach sagen manche Gelehrte, es sei besser, dass man in einer älteren Moschee betet, in der schon länger Allah gehorcht wird und schon länger gebetet wird, als in einer neueren Moschee. Und andere Gelehrte sagen auch, es sei besser, dass man in einer weiter entfernten Moschee betet, als in der Nähe. Warum? Weil je weiter entfernt die Moschee ist, desto mehr Belohnung kriegt man für die Schritte, die man dorthin macht. Und aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى. Er sagte, diejenigen Menschen, die am meisten Belohnung bekommen werden, wegen dem Gebet, sind diejenigen, die am weitesten entfernt sind. Und so weiter und so fort. Also je näher oder desto weiter weg, desto mehr Belohnung. Und dann sagt er, وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Er sagte als Begründung, denn wenn jemand von euch den Wudu auf die beste Art und Weise vollrichtet oder auf vollkommene Art und Weise verrichtet und dann in die Moschee kommt und nur in die Moschee kommt, weil er das Gebet verrichten will, dann wird ihm für jeden Schritt, den er macht, wird er um eine Stufe erhöht, eine Sünde wird ihm vergeben, und das läuft so lange, bis er in die Moschee eintritt. Das ist ein Beweis. Und auch die zweite Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu den Bani Salama,
wenn ich mich richtig entsinne, waren es diejenigen, die umziehen wollten von einer weiten Stelle von der Moschee weg, näher zur Moschee hin. Dann sagte er, alayhi salatu wassalam, ya bani salama, diyarakum tuktab atharukum. Er sagte, oh ihr Leute von Bani Salama, bleibt in euren Häusern, dann werden euch auch diese Schritte, die ihr vollziehen werdet, gut geschrieben. Schritte zur Moschee. Dieser Hadith ist bei Muslim und Ibn Khuzaymah und vielleicht auch anderswo. Aber aufgrund des Hadithes, den wir vorhin vorgelesen haben, wie verbinden wir diese zwei Hadithe zusammen? Auf der einen Seite haben wir die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man in der Moschee beten soll, die einem näher ist. Und auf der anderen Seite hat man die Aussage, dass je weiter entfernt eine Moschee ist, desto mehr Belohnung bekommt man für die Schritte, die man dorthin macht. Und die Antwort ist ganz einfach: Es gibt einen Unterschied, ob ich absichtlich zu einer Moschee gehe, die weit entfernt ist, obwohl neben meinem Haus eine andere Moschee ist, oder ob ich das eben nicht absichtlich mache, sondern die Moschee ist an sich entfernt, weit entfernt weg, und ich habe vor, wie diese Leute näher zur Moschee zu gehen, damit ich eben nicht so weit laufen muss. Ja? Und das ist natürlich der Zusammenschluss dieser Hadithe ganz klar. Wenn also eine Moschee weit weg ist, dann sagen wir der Person, Allah wird dir die Schritte gut schreiben und bleib, wo du bist, und dafür bekommst du mehr Belohnung. Und die Sahabe waren ja dann nicht so, dass sie dann gesagt haben, wir sind zu faul, wir bleiben dann zu Hause, kommen dann nicht, weil wir so weit weg sind. Oder weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, dass wir nicht näher zur Moschee ziehen sollen. Nein. Und der andere Hadith ist klar, es gibt mehrere Moscheen, dann gehst du zu der Moschee, die näher ist zu dir. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist allerdings klar, die Moscheen, in denen es der Prophet sallallahu alaihi wasallam besonderen Vorzug ausgesprochen hat, ja, das ist natürlich was anderes. Zum Beispiel die Moschee von Masjid al-Haram in Mekka. Ein Gebet dort ist 100.000-fach mehr wert als irgendwo anders. Und die Moschee in Medina, die ist 1000-fach wertvoller als ein Gebet irgendwo anders. Und die Masjid al-Aqsa ist 250-fach wertvoller als das Gebet irgendwo anders. Deswegen diese Moscheen und auch Masjid Quba. Wer zu Hause Wudu macht und dann zu Masjid Quba geht, um dort ein Gebet zu verrichten, dem wird ja auch die Belohnung einer Umrah niedergeschrieben. Das sind Moscheen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen besonderen Vorzug gesprochen hat. Deswegen, wenn man dorthin geht, natürlich dann bevorzugt man das Gebet in solchen Moscheen zu verrichten. Wie gesagt, hier geht es um Vorzüge. Ist aber ein anderes Thema, wenn jemand zum Beispiel arbeitet und er muss seiner Arbeit nachkommen. Dann kann er nicht sagen, ich möchte in die Moschee gehen, in Haram. Er wohnt irgendwo in Mekka und sagt, ich möchte zum Gebet in die Moschee gehen. Ja? Dann muss er seiner Pflicht erstmal nachkommen. Denn wir reden hier um Vorzüglichkeiten, was besser ist. Um Sunnah reden wir. Aber Wajib ist noch viel wertvoller. Das heißt, wenn er dann aufgrund der Pflicht, die er hat, sein Gebet in eine andere Moschee verrichtet, damit er seiner Pflicht nachkommen kann, bekommt er noch viel mehr Belohnung, als wir das hier gelernt haben. Weiterhin, zum Gemeinschaftsgebet gehören viele Themen und andere Themen. Dazu bei Gemeinschaftsgebet gehört, liebe Geschwister, dass es verboten ist, dass jemand in einer Moschee im Gebet Imam ist, wenn diese Moschee einen Imam hat. Wenn diese Moschee einen Imam hat, dann hat dieser Imam absoluten Vorrang und keiner darf einfach dem Imam zuvorkommen. Der Imam ist da und jemand geht nach vorne und betet einfach vor. Es sei denn, er erlaubt es ihm, oder es sei denn, der Imam hat es gibt irgendeine Entschuldigung, dass der Imam eben nicht anwesend ist oder sich deutlich verspätet, wie es im Falle des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, und das werden wir aber nachher sehen. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam in Sahih Muslim und anderswo. Er sagte: وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سلطانه إلا بإذنه. Das heißt, niemand darf einem anderen in seinem Machtbereich vorbeten. Niemand darf einer anderen Person im Machtbereich dieser anderen Person vorbeten. Außer إلا بإذنه, außer mit seiner Erlaubnis. Und das gilt genauso für den Hausherrn. Wenn du irgendwo zu Gast bist, irgendwo hingegangen bist, der Besitzer dieses Hauses, der hat Vorrang. Vorrang allen gegenüber. Auch wenn er nicht am meisten Koran auswendig kann. Auch wenn er nicht den Koran am besten zitieren kann. Auch wenn er nicht der Gelehrteste ist. Aber diese Person hat als erstes Vorrang allen anderen gegenüber.
Des Weiteren, was auch dazu gehört, können wir auch dazu nebenbei erwähnen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man zara qauman fala ya'ummuhum wal ya'ummuhum rajulun minhum. Wenn jemand andere Leute besucht, dann soll er sie nicht im Gebet anführen, sondern einer von ihnen soll sie anführen. Ja? All dies, damit die Herzen vereinigt bleiben. Und jeder möchte hinter einem Imam beten, den er liebt. Und das Schlimmste, was passieren kann unter den Muslimen, ist, dass der Imam, der vorbetet, die Leute verabscheuen das. Ja? Und das ist, hat der Prophet also aufs Deutlichste verabscheut, dass jemand vorbetet und die Leute sind mit ihm nicht als Imam zufrieden. Ja? Das ist eine sehr schlechte Sache. Und ihr kennt ja auch, als der Gesandte Allah die Reihen angeordnet hat, dass sie gerade stehen, dann sagte er: La tachtalifu, fatachtalifa qulubukum. Unterscheidet euch nicht, denn wenn ihr euch unterscheidet, äußerlich, dann werden sich auch eure Herzen im Innerlichen unterscheiden. Manche Gelehrte sogar haben gesagt, wenn in einer Gemeinschaft, in einer Moschee, ein Imam vorbetet, der eigentlich nicht der Imam dieser Moschee ist, ohne natürlich Entschuldigung, ohne irgendeine Entschuldigung, die wir vorhin erwähnt haben, dann ist deren Gebet sogar ungültig. Und da, davon abgesehen, das betont nur, wenn schon Gelehrte diese Ansicht ist, bedeutet, wie gefährlich diese Angelegenheit ist. Und dass man nicht einfach, sobald der Imam zum Beispiel eine Minute zu spät kommt, gleich macht man Iqama und will schnell beten und das war's. Ja? Das ist überhaupt nicht also die Art und Weise, wie die Sahaba damit umgegangen sind, sondern wir werden gleich sehen, was sie gemacht haben. Oder beziehungsweise, was sie gemacht haben, ist, sogar einmal hat der Gesandte ist so spät gekommen, dass sie eingeschlafen sind an ihrer eigenen an der Stelle, wo sie waren, sind sie eingeschlafen. Und was haben sie gemacht? Sie haben auf ihn trotzdem gewartet, sallallahu alaihi wasallam. Und ihr wisst ja, beim Isha-Gebet war das. Beim Isha-Gebet gibt es ja eine größere Zeitspanne als, sage ich mal, beim Maghrib-Gebet. Ja? Deswegen haben sie auch länger gewartet. Beim Maghrib kann man nicht so lange warten. Aber beim Isha-Gebet haben sie dann gewartet und sind sogar eingeschlafen an Ort und Stelle. Und als er dann kam, alayhi salatu wassalam, hat man ihm gesagt, manche von uns, hat er schon gesehen, dass manche eingeschlafen sind, aber manche sind eingeschlafen und andere haben sie gesagt, die sind schon nach Hause gegangen, die haben schon gebetet, sind nach Hause gegangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihnen nicht übel genommen. Ja? Weil wenn man man wartet auf den Imam und wenn er dann übertrieben spät kommt, kann er eine Entschuldigung geben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Entschuldigung gehabt und deswegen war er nicht da. Dann beten die Leute eben vereinzelt alleine, allerdings nicht irgendwie im Gemeinschaftsgebet, sondern sie beten dann alleine und dann gehen sie einfach weg. Ja? Aber wie gesagt, also ist alles eine relative Angelegenheit. Ein paar Minuten oder 10 Minuten oder so etwas müssen die Leute einfach warten. Was ist passiert einmal als Beweis dafür, dass wenn also es zu lange dauert, dass die Leute ruhig in Gemeinschaft beten dürfen, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal hörte, dass zwei Stämme sich bekriegen wollten und bekämpfen wollten. Und dann ist er schnell zu diesen Leuten gegangen und versucht zwischen ihnen Frieden zu stiften. Und als er dann zurückkam, hat er vorgefunden, dass die Sahaba schon im Gebet sind und Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu hat das Gebet schon geleitet und er hatte, das war das Fajr-Gebet übrigens, und dann hatte er schon mit den Leuten eine Raka'a gebetet und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich einfach im Gebet angeschlossen und hat mit ihnen eine Raka'a gebetet. Und wie wir wissen, wenn man eine Raka'a gebetet hat im Fajr-Gebet und der Imam beendet sein Gebet, dann muss man nochmal aufstehen und eine zweite Raka'a beten. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gemacht. Und am Ende hat er gesagt: Ahsantum, ihr habt richtig gehandelt. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und bei anderen. Und der Hadith ist natürlich authentisch. Zum Gemeinschaftsgebet gehört auch folgende Angelegenheit. Was ist, wenn die Gemeinschaft in der Moschee mit dem Imam schon gebetet hat? Was macht man dann? Man kommt in die Moschee und die Leute haben schon gebetet. Darf man jetzt eine zweite Gemeinschaft eröffnen? Darf man jetzt ein zweites Gemeinschaftsgebet verrichten? Darüber gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Warum? Weil aufgrund von Textbeweisen, allerdings aufgrund auch der Tatsache, dass die Gemeinschaft der Muslime da nicht irgendwie geteilt wird.
Und nicht, dass die Leute auf die Idee kommen und sagen, ich bete mit dem Imam nicht, sondern ich warte und bete mit der anderen Gemeinschaft. Wenn man sowas macht, ist es absolut verboten. Aber wir wollen jetzt den Normalfall betrachten. Man ist zu spät gekommen, was macht man? Erstens einmal, manche Leute begehen einen Fehler. Sie finden, dass sie sehen, dass die Leute in der letzten Sitzung sind und gleich Assalamu alaikum sagen wollen. Und manche Leute dann gehen nicht ins Gebet, sondern warten, bis das Gebet zu Ende ist und sagen, dann beten wir eine neue Gemeinschaft extra. Ja? Weil sie sagen, ich habe nicht, ihr wisst ja, mindestens muss man eine Raka'a mitbekommen haben vom Gemeinschaftsgebet, damit es als Gemeinschaftsgebet gilt. Ja? Dann sagen sie, ich bete nicht mit, weil ich sowieso jetzt 4 Raka'at alleine beten müsste, sondern warte, bis das Gebet zu Ende ist und dann bete ich mit meinen Leuten, die auch zu spät gekommen sind, alleine. Das ist falsch, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ma adraktum fasallu, was ihr vom Gebet erwischt, das betet mit. Was ihr vom Gebet erwischt, das betet mit. Und dann außerdem, es gibt einen Unterschied, ob ich sage, wenn jemand in der Gemeinschaft gebetet hat, entweder wir behandeln ihn gesetzlich so, als hätte er das Gemeinschaftsgebet verrichtet, oder ob ich sage, er bekommt die Vorzüglichkeit des Gemeinschaftsgebetes. Das sind zwei Themen, zwei Paar Schuhe. Wenn wir das verstanden haben, haben wir damit kein Problem. Und dann wissen wir, dass eine Person, auch wenn sie in der letzten Tashahhud, im letzten Tashahhud mitbetet, bekommt sie inshallah viel mehr Belohnung, als wenn sie alleine beten würde. Ob sie genau 27 Stufen Fachgebet bekommt oder für uns Allahu a'lam, wissen wir nicht. Aber sie bekommt auf jeden Fall ein Gebet, als hätte sie nicht allein gebetet, sondern in einer Gemeinschaft gebetet. Und was ist der Unterschied zwischen den zwei Sachen, die ich gesagt habe? Wenn jemand das Gemeinschaftsgebet erwischt hat, dann behandeln wir, ob wir ihn dann so behandeln, als hätte er gesetzlich gesehen das Gemeinschaftsgebet erwischt, oder auf der anderen Seite, ob wir sagen, jemand hat die Vorzüglichkeit des Gemeinschaftsgebets erwischt. Der Unterschied ist klar. Der Unterschied ist, das Erste, wir behandeln ihn so, als hätte er genau dieses Gebet mitgebetet. Beispiel beim Jum'a, wenn man beim Jum'a-Gebet die eine Raka'a mitkriegt, zwei oder eine Raka'a mitkriegt, dann hat man das Jum'a-Gebet verrichtet. Wenn ich also in der zweiten Raka'a komme, wo der Imam gerade Koran liest, oder der Imam gerade im Ruku' ist, und das ist der späteste Moment, dann bete ich mit und dann brauche ich nachher nur noch eine Raka'a nachholen. Dann habe ich das Gemeinschaftsgebet mitbekommen. Gesetzlich gesehen habe ich mit denen gebetet. Aber wenn ich im Tashahhud erst ankomme, oder nachdem der Imam Sami Allahu liman Hamida gesagt hat, in der zweiten Raka'a, im Freitagsgebet, wenn ich dann hineingehe in das Gebet, dann habe ich zwar inshallah die Vorzüglichkeit des Gemeinschaftsgebets, ich bin in der Gemeinschaft, aber ich, gesetzlich gesehen werde ich nicht so betrachtet, als hätte ich das Gebet mit ihnen verrichtet, das Jum'a-Gebet, sondern muss danach, nachdem der Imam den Taslim gesprochen hat, 4 Raka'at nachholen, nicht das Zuhur-Gebet verrichten und nicht das Gebet. Und das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Sachen, die ich gerade eben gesagt habe. Jetzt kommt jemand in die Moschee und findet, dass die Leute schon gebetet haben. Was muss er machen? Oder wir haben gesagt, es gibt zwei Ansichten unter den Gelehrten. Manche haben gesagt, jetzt betet jeder alleine. Jetzt betet jeder alleine und man darf nicht in der Gemeinschaft ein zweites Gebet verrichten. Und der Grund ist dafür die Aussage von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, er sagte, kana ashabu an-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, oder kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhalu al-Masjid wa qad salla وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ صَلُّوا فُرَادًا. Wenn die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hasan al-Basri ist ein Tabi'i, ja, er sagte, wenn die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Moschee gekommen sind und gesehen haben, dass das Gebet schon verrichtet worden war, dann haben sie ihr Gebet jeder alleine verrichtet. Und diese Überlieferung ist in Musannaf ibn Abi Shaybah, und Imam al-Albani rahimahullah sagte, die Überlieferung ist sahih. Das ist der erste Beweis derjenigen, die gesagt haben, dass man, oder das ist der Beweis derjenigen, die gesagt haben, dass man alleine beten soll. Und sie haben gesagt, dass die Sahaba haben das so gemacht, und die Sahaba haben das so verstanden und das hat Vorrang. Die zweite Ansicht ist die Ansicht, dass man trotzdem im Gemeinschaftsgebet verrichtet. Aufgrund des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den ich vorhin erwähnt habe, wo jemand zu spät kam. Und dann sagte er, wer möchte diesem etwas spenden?
Das heißt, wer möchte mit dieser Person zusammen beten, ein Gemeinschaftsgebet verrichten, damit er eben auch die Belohnung des Gemeinschaftsgebetes bekommt. Und das ist der Beweis dafür, dass man ein Gemeinschaftsgebet verrichten darf, ein zweites Gemeinschaftsgebet verrichten darf. Und diese Ansicht ist die bevorzugte, und Allah weiß am besten Bescheid, weil dieser Hadith ist marfu', das heißt, das ist die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und das andere ist mawquf, das sind die Taten von den Sahaba. Und eben nicht marfu', nicht was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, liebe Geschwister, wenn man auch sich die Aussage von Hassan al-Basri verinnerlicht, weiß man, dass es auch eine allgemeine Aussage war. Wenn er sagt, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam pflegten das und das und das zu tun. Ja? Er hat ein paar Sahaba mitgekriegt. Das heißt, er kann gar nicht von allen Sahaba gesprochen haben. Und die Sahaba sind sehr viele. Vielleicht hat er von 1, 2, 3 gesprochen, die er getroffen hat. Und das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, selbst manche Gelehrte, die sich auf diesen Hadith stützen, haben auch nicht eine andere Aussage. Einer der Imame der Tabi'in sagte, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Unterlassung keiner Tat als Kufr angesehen haben, außer dem Gebet. Ja? Das heißt, die Sahaba waren der Ansicht, sagte er, dieser eine Imam der Tabi'in, mir ist jetzt gerade nicht im Sinne, welcher das war, er sagte, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam der Ansicht waren, dass wenn jemand irgendeine Tat nicht macht, dann ist er nicht Kafir, außer beim Salah. Wenn er nicht betet, ist er Kafir. Und die gleichen Gelehrten, die diesen Hadith als Beweis verwenden, dass man alleine beten muss, weil die Sahaba es gemacht haben, verwenden vielleicht manchmal diesen anderen Hadith und stützen sich trotzdem nicht auf die Ansicht, dass jemand, der nicht betet, aus dem Islam ausgetreten ist. Ja? Insofern, liebe Geschwister, was wir gesagt haben, ist, denke ich, klar. Ansonsten können wir nachher nochmal fragen. Des Weiteren, was ist, wenn du in einer Moschee bist und das Gemeinschaftsgebet wurde schon verrichtet und du möchtest, und jetzt wird die Iqama ausgerufen, du hast schon gebetet, aus irgendeinem Grund warst du zu Hause und hast gebetet, aus irgendeinem Grund, oder unterwegs und du kommst zum Beispiel in die Moschee, wann kann das zum Beispiel passieren? Man ist sich sicher, dass das Gemeinschaftsgebet schon verrichtet worden ist, weil meinetwegen schon eine halbe Stunde vergangen ist. Dann verrichtet man das Gebet zum Beispiel zu Hause und kommt dann in die Moschee und sieht, dass die Leute immer noch nicht gebetet haben, weil zum Beispiel einen Unterricht gegeben hat oder irgendeinen Grund. Und dann machten sie die Iqama. Dann in diesem Fall soll man trotzdem mitbeten, auch wenn man das Gebet schon verrichtet hat. Und der Beweis dafür ist mehr als einer. Und ein Beweis dafür ist der Hadith von Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, indem er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Salli salata li waqtiha, verrichte das Gebet zur richtigen Zeit. Fa'in uqimat wa anta fil masjid, fasalli wa la taqul inni sallayt, fala usalli. Wenn dann die Iqama ausgerufen wird, während du in der Moschee bist, dann bete trotzdem nochmal und sag nicht, ich habe schon gebetet, deswegen bete ich nicht nochmal. Dieser Hadith ist bei Muslim. Und die Person, die dieses Gebet dann verrichtet, das ist für sie ein freiwilliges Gebet, ein Nafila. Warum? Weil sie hat ihr Fardgebet ja schon verrichtet. Und ebenso, als zwei Leute einmal in die Moschee gekommen sind und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie angesprochen hat und sagte zu ihnen, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana alastuma bi muslimain, sagte, was hat euch davon abgehalten, mit uns zusammen zu beten? Seid ihr denn keine Muslime? Dann sagte, und diese Frage, subhanallah, kommt mir in den Sinn, das muss man mal vielen Leuten mal die Frage stellen. Ja? Wenn wir hier zum Beispiel in einer Moschee sind und nach dem Gebet rausgehen, da sind Leute, da brauchen wir nicht unsere Augen zuzumachen, da sind Leute, die sitzen in der Cafeteria und beten nicht mit. Und da sind Leute, die stehen draußen neben der Moschee, die kommen, die denken nicht mal dran, dass den sie sogar hören können, dass sie in die Moschee kommen. Ja? Den Leuten muss man wirklich die Frage stellen, was hat euch davon abgehalten, mit uns zu beten? Seid ihr denn keine Muslime? Ja? Da sieht man, dass das Gebet ist das Fundament des Islam. Also wer sein Gebet nicht verrichtet, hat mit dem Islam gar nichts mehr zu tun. Und das ist die Aussage von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese zwei Leute gefragt, warum habt ihr nicht mit uns gebetet? Seid ihr denn keine Muslime? Dann sagten sie, wir haben schon zu Hause gebetet.
Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr zu Hause gebetet habt und dann in die Moschee kommt, dann betet noch einmal mit, denn dann wird es euch als freiwilliges Gebet niedergeschrieben. Ja. Und das ist kein Beweis, wie gesagt, liebe Geschwister, noch um das zu betonen, das ist kein Beweis, dass man sein Gebet zu Hause verrichten darf, wenn man es in der Moschee verrichten muss, sondern dieser Hadith ist, wie gesagt, wie die Situation es sagt. Wenn jemand zu Hause gebetet hat, aus einem bestimmten Grund, und der Grund in diesem Hadith ist nicht genannt, dann, wenn man dann in die Moschee kommt, dann verrichtet man sein Gebet eben freiwillig noch einmal. Jetzt, was auch noch zu den Regeln des Gemeinschaftsgebetes gehört, ist Folgendes. Stellt euch vor, ihr kommt in die Moschee und ihr wisst ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, und der Hadith ist bei Muslim, er sagte, wenn ihr in die Moschee kommt, während der Imam gerade die Khutba hält, die Freitagspredigt hält, dann setzt euch nicht hin, bis ihr zwei Raka'at gebetet habt und fasst euch darin kurz. Das ist ja klar. Stell dir vor, jemand betet zwei Raka'at und macht dann lang, dann verpasst er die Khutba. Ja, das ist nicht Sinn. Aber er muss erst zwei Raka'at beten, dann darf er sich erst hinsetzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jemanden gesehen, im gleichen Hadith, hat er jemanden, bevor er diese Aussage gesagt hat, hat er jemanden gesehen, der sich direkt hingesetzt hat. Dann hat er zu ihm gesagt, hast du schon zwei Raka'at gebetet? Stellt euch vor, er hat die Khutba unterbrochen. Ja, das ist ein Beweis dafür, dass der Imam, wenn irgendwas passiert, irgendwas ist in der Moschee, dann darf er die Khutba kurz unterbrechen, jemanden ansprechen. Und die Person darf auch antworten. Das ist klar. Er sagte zu der Person, hast du schon zwei Raka'at gebetet? Das kann sein, er hat es verrichtet, hat es nicht gesehen. Dann hat er zu ihm gesagt, nein, dann sagte er, steh auf und bete zwei Raka'at und fasse dich kurz. Das ist eine Sunna, die, wie gesagt, also bei vielen Muslimen leider nicht praktiziert wird. Und wenn das innerhalb der Khutba gilt, gibt es auch Hadithe, die das betonen außerhalb der Khutba, wenn es nicht Freitag ist, egal zu welcher Zeit. Du kommst in die Moschee, musst du erst zwei Raka'at verrichten. Jetzt kommen wir zum Thema zurück. Was ist, wenn jetzt die Iqama ausgerufen wird, während du gerade im Gebet bist oder kurz vorher, du kommst in die Moschee rein und wolltest eigentlich Allahu Akbar sagen und willst ein freiwilliges Gebet verrichten? Da sagen wir, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَ. Der Hadith ist bei Muslim überliefert, sagte sallallahu alaihi wa sallam, wenn die Iqama des Pflichtgebetes ausgerufen wird, dann darf kein Gebet verrichtet werden, außer dem Pflichtgebet. Und gemeint ist, dann darf kein Gebet angefangen werden, außer dem Pflichtgebet. Das heißt, die Iqama wird ausgerufen, und wenn du jetzt Allahu Akbar sagst, weil du sagst zum Beispiel, ich möchte immer Tahiyyat al-Masjid beten, oder du sagst, du hast die zwei Raka'at vor Dhuhr noch nicht gebetet, du möchtest Sunnah beten, oder so etwas, ja, das geht nicht. Wenn du dann Allahu Akbar sagst, dein Gebet ist ungültig, brauchst du gar nicht weitermachen, das bringt sowieso nichts, ja. Und angenommen, du hast aber schon angefangen zu beten, dann machen wir eine Unterscheidung. Manche Gelehrte haben gesagt, unterbrichst einfach das Gebet, immer. Und manche haben gesagt, du verrichtest es zu Ende. Und wir nehmen einen Mittelweg. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Macht eure Taten nicht zunichte. Macht eure Taten nicht kaputt. Macht eure Taten nicht ungültig. Deswegen, wenn man in der ersten Raka'a noch ist, liebe Geschwister, dann soll man sein Gebet abbrechen. Und wie bricht man sein Gebet ab? Indem man Assalamu alaikum, Rahmatullah, nach rechts und nach links sagt. Und nicht einfach, indem man rausgeht. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, وَتَحْلِيلُ هَتَّسْلِيمُ. Das heißt, wie man aus dem Gebet rauskommt, man kommt aus dem Gebet raus mit dem Taslim. Ja? Klammer auf, aber nicht, wenn man zum Beispiel sein Wudu verloren hat im Gebet, dann ist man schon draußen, braucht man kein Taslim mehr sprechen. Aber wenn man aus irgendeinem bestimmten Grund aus dem Salah rausgehen muss oder will, aus irgendeinem bestimmten Grund muss, dann muss man den Taslim sprechen und dann darf man gehen. Dieser Hadith, also der ist bekannt und das ist authentisch, also dass man Salam sagen muss, nach rechts und nach links. Wenn man allerdings schon in der zweiten Raka'a war, dann sagen wir, kommt drauf an. Wenn du sehr sicher bist, dass du die zweite Raka'a zu Ende beten kannst, noch bevor der Imam Allahu Akbar zum Ruku' sagt, zur Verbeugung sagt, dann betest du dein Gebet zu Ende und das war's. Und dann betest du mit der Gemeinschaft mit. Wenn du allerdings Angst hast, dass der Allahu Akbar in Ruku' gehst und dann Sami'allahu min Hamida sagt, dann verpasst du die erste Raka'a
dann natürlich unterbrichst du dein freiwilliges Gebet. Denn es macht überhaupt keinen logischen Sinn, überhaupt keinen Sinn und überhaupt unvernünftig ist es, wenn man ein freiwilliges Gebet verrichtet, während nebendran das Pflichtgebet verrichtet wird. Ja, und diesbezüglich möchte ich sagen, es gibt keinen Hadith, der sagt, zumindest ist mir keiner bekannt, der sagt, du musst, wenn du ein Raka-Gebet hast, dann zu Ende beten. Und diese Unterscheidung ein Raka, zwei Raka gibt es nicht. Die Unterscheidung gibt es nicht. Es ist einfach eine relative Angelegenheit, weil man seine eigene Tat nicht ungültig machen soll, sondern das Gebet sich kurzfassend zu Ende führen. Das ist der Grund. Und zweitens, manche Gelehrte stützen sich auf die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wer eine Raka vom Gebet erwischt hat, hat das Gebet schon erwischt. Also dann mach es auch zu Ende. Ja? Wallahu a'lam. Da wir noch, alhamdulillah, ein bisschen Zeit haben, sagen wir als nächstes noch, dass der es gibt noch andere Angelegenheiten, die beim Gemeinschaftsgebet eine Rolle spielen. Und das versuchen wir, inshallah, wäre schön, wenn wir das zu Ende kriegen. Denn wie gesagt, kann sein, dass jetzt demnächst ein paar Mal Unterricht ausfällt. So habe ich es auch angekündigt. Und wenn ich nichts sage, wird es auch so bleiben. Ansonsten sage ich euch Bescheid. Deswegen wäre es schön, wenn wir dieses Kapitel noch zu Ende kriegen. Inshallah kriegen wir es in so in 10 Minuten vielleicht zu Ende. Erstens einmal, als Imam, wo stellt man sich denn hin? Es gibt mehrere Fälle. Entweder du betest alleine, du bist dein eigener Imam, oder du betest zu zweit mit einem anderen Mann, oder bist du zweit einer Frau und so weiter und so fort. Wir wissen, dass zusammengefasst der Imam steht vorn. Der Imam steht vorn. Denn der Begriff Imam kommt vom Wort Amam. Das heißt vorne. Amam heißt vorne. Und deswegen steht der Imam immer vorne. Und sogar die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass auch wenn man zu zweit betet, steht der Imam ein paar Schritte weiter vorne. Und ein bisschen weiter vorne, dass man erkennen kann, dass er vorher steht, vor dem anderen. Und andere Gelehrte stützen sich auf die Hadith von Ibn Abbas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er hat er ihn von der linken Seite genommen und auf seine rechte Seite in seine Reihe getan. Ja, so ähnlich heißt es im Hadith. Und manche haben darunter verstanden, dass man gleich in der gleichen Reihe steht wie der Imam. Und diese Angelegenheit, liebe Geschwister, ist also nicht so eng zu sehen. Ja? Der Imam, sobald es drei Leute sind, betet vorne und der Ma'mum ist derjenige, der angeführt wird, der Angeführte, der betet hinter dem Imam. Es gibt allerdings auch andere Ansichten darüber, wenn man zu dritt ist. Und zwar gibt es nämlich eine authentische Überlieferung von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er einmal zwischen Al-Qamah und Al-Aswad gebetet hatte und er stand in der Mitte. Ibn Mas'ud war Imam, stand in der Mitte und der eine stand links und der andere stand rechts. Und der Hadith ist bei Sahih Muslim. Und er sagte dann im Anschluss, und der Hadith ist auch übrigens bei Abu Dawud. Und er sagte dann im Anschluss, Ibn Mas'ud sagte im Anschluss, هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. So habe ich es den Propheten صلى الله عليه وسلم machen sehen. Ja? Also das ist auch eine Möglichkeit. Und solange es kein starkes Argument gibt, dass man nur das eine machen darf, nur hinten stehen darf, sagen wir, beides ist erlaubt. Warum sollen wir uns da? Allerdings, die meisten Leute machen so, dass der Imam vorne steht und zwei stehen hinten. Und daran sollte man sich auch dann halten, damit man also nicht da unnötig Unruhe stiftet. Wie ist es mit den Frauen? Die Frauen beten grundsätzlich hinter den Männern. Das heißt, sobald ein Mann gibt, betet er vorne. Und sobald es eine Frau gibt, betet sie hinter diesem Mann. Hinten dran. Auch mit zwei, drei Frauen, egal wie. Ein Mann, eine Frau zusammen. Der Mann betet vorne, die Frau betet hinten. Wie ist es, wenn mehrere Frauen untereinander beten? Dann machen wir es so, wie es überliefert ist. Versuchen wir es zu machen, wie es überliefert worden ist. Und zwar steht dann die Frau in der Reihe. Steht also nicht vorne die Frau, wie der Mann, sondern die Frau steht in der ersten Reihe in der Mitte. Ja, so ist es überliefert worden. Und das Gleiche sagen die Gelehrten übrigens, wenn es die Leute zum Beispiel aus unglaublicher Armut, möge Allah uns davor bewahren, keine Kleidung haben.
und im Gebet nackt beten müssen. Dann sagen sie auch, dann beten die Leute, wie gesagt, betet der Imam in der ersten Reihe in der Mitte, damit sie sich gegenseitig schützen und die Aurat nicht gegenseitig sehen können. Natürlich, wenn alle Leute blind sind, dann ist es egal, dann beten sie normal. Oder wenn die Leute in Dunkelheit sind und sie so sich sehen können, dann ist auch egal. Und man mag sich vielleicht verwundern, aber wie gesagt, liebe Geschwister, es gibt Leute, die werden gequält, in Gefängnissen gequält. Und da ist es sicherlich auch üblich, dass das Licht ausgeschaltet wird als Qual. Und da kann es sehr wohl aktuell sein. Und da sieht man den Vorteil, wenn man solche Angelegenheiten gelernt hat. Wenn der Ma'mum ist der, hinter dem Imam betet. Wenn der Ma'mum vor dem Imam betet, ist sein Gebet ungültig. Das ist klar. Es sei denn, es gibt nicht genug Platz und es kann nicht anders gemacht werden, dann wäre es eine Ausnahme. Das ist die Ansicht von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, unter anderem. Ihr kennt den Hadith von Ibn Abbas, den ich gerade gesagt habe. Der Prophet betete, da kam Ibn Abbas auf seine linke Seite und dann nahm er ihn bei der Hand und hintenrum stellte ihn auf die rechte Seite. Manche Gelehrte haben gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass man auch rechts vom Imam stehen darf, grundsätzlich. Wir sagen, um der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg zu gehen, wenn es einen Grund gibt, man ist zu dritt oder noch mehr und man muss neben dem Imam stehen, weil wirklich kein Platz gibt, sagen wir, stehe lieber rechts als links. Das ist klar, wegen diesem Hadith. Aber ansonsten sagen wir, mach es nicht, denn dieser Hadith ist überliefert worden, als wir zu zweit gebetet haben und nicht mehr waren. Deswegen also sollte man dieser Sache aus dem Weg gehen. Aber andere Gelehrte, wie gesagt, sie haben daraus verstanden, grundsätzlich darf man neben dem Imam rechts beten. Ja? Und das ist eine, wie gesagt, eine grundsätzliche Angelegenheit. Natürlich alles, was wir hier sagen, liebe Geschwister, gilt für das Fardgebet und auch für das Freiwilliggebet. Das Freiwilliggebet, das in der Gemeinschaft verrichtet wird, das verhält sich genauso wie das Fardgebet. Und wir haben auch Beweise dafür, dass die Sahaba grundsätzlich danach gehandelt haben. Und zwar, als die das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben haben, wie er es verrichtet hat, also als er gebetet hat auf dem Reittier, auf dem Kamel, haben sie also gesagt, dass er das Gebet verrichtet hat und so weiter und so fort, eigentlich wie immer, aber wenn er das Fardgebet verrichten wollte, dann ist er runtergegangen. Dann ist er vom Kamel abgestiegen, was darauf hinweist, dass sie auch verstanden haben, dass es grundsätzlich gesehen, dass Gebete werden gleich verrichtet. Das Freiwillige und das Fardgebet werden gleich verrichtet. Außer beim Fardgebet jetzt, der Unterschied ist jetzt zum Beispiel, er muss runtersteigen, er muss in Richtung Qibla sich wenden, er muss stehen im Gebet, er kann er nicht auf dem Gefährt verrichten. Noch eine Angelegenheit, nur damit ihr seht, liebe Geschwister, warum es auch zu Meinungsverschiedenheiten kommt im Fiqh. Dieser Hadith von Ibn Abbas, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn von der linken Seite auf die rechte Seite getan hat, ist das ein Beweis dafür, dass man rechts stehen muss? Oder ist es ein Beweis dafür, dass man rechts stehen sollte? Ja? Manche haben gesagt, die bloße Tat, dass er ihn von rechts, von links nach rechts genommen hat, heißt nicht, dass er rechts stehen muss, sondern dass es der bessere Ort ist für ihn, wenn man zu zweit betet und Allah weiß am besten Bescheid. Eine weitere Angelegenheit. Ihr kommt in die Moschee und die Reihen sind alle gefüllt. Komischerweise passiert das ab und zu, dass man ausgerechnet die Person ist, die nicht mehr in die Reihe passt. Und dann muss man sich jetzt entscheiden, was macht man jetzt? Ja? Betet man gar nicht? Das geht nicht. Oder betet man hinter dem alleine da? Oder wartet man und hofft darauf, dass jemand dazukommt und so weiter? Alhamdulillah, die Angelegenheit ist einfach, wenn man sich auskennt. Und die Problematik, da gibt also erst einmal, es gibt mehr als eine Ansicht von Gelehrten darüber, aber wir fassen das Ganze zusammen und geben euch das Resümee. Das Resümee davon ist, zuerst einmal, damit, wenn jemand gehen will, kann er gleich gehen, ist, dass wenn die Reihe geschlossen ist, wenn die letzte Reihe schon gefüllt ist und keine Lücken mehr gibt in den Reihen, dann betet man einfach hinten und Allah subhanahu wa ta'ala lastet oder bürdet keine Seele mehr auf, als sie zu tragen vermag. Ja? Was man nicht tun kann, das verlangt Allah von dir auch nicht. Ja? Du kannst nicht dafür sorgen, dass du in der Gemeinschaft hinten betest oder nicht allein hinten betest, weil die Reihen sind gefüllt. Ja? Deswegen betest du einfach alleine und Allah subhanahu wa ta'ala
behandelt sich entsprechend dem Vers, Fattakullaha mastata'atum, fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und das würde ich machen, wenn die Reihen schon voll sind. Jetzt gehen wir ins Detail. Der Grund ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, La salata limun faridin khalf as-saf. Und dieser Hadith ist authentisch. Er sagte, der Hadith ist bei Ibn Majah, bei Ahmad und bei Imam Ahmad rahimahullah sagt, der Hadith ist Hassan, Al-Albani sagt, er ist sogar sahih. Dieser Hadith heißt, wer hinter der Reihe alleine betet, der hat nicht gebetet. Wer hinter einer Reihe alleine betet, der hat nicht gebetet. Und auf der anderen Seite sagte er sallallahu alaihi wasallam auch, Atimmu as-saff al-awwal fal-awwal. Füllt die Reihen oder schließt die Reihen nach und nach. Was soll man jetzt machen? Manche Gelehrte sagen, du sollst jemanden an der Schulter klopfen und dann kommt er zu dir nach hinten. Ja? Das macht man in dem Fall zum Beispiel, zwei Leute beten zusammen und man will jetzt mit der Person hinten beten, zu zwei hinter dem Imam, dann klopft man ihn an die Schulter, dann kommt er nach hinten. Normalerweise, die Muslime verstehen das, Alhamdulillah. Aber ansonsten, wenn du in der Gemeinschaft bist und die Reihen sind gefüllt und du machst das, dann würde auch die Person heutzutage, die meisten würden wahrscheinlich nach hinten kommen. Und wenn nicht, dann gibt es vielleicht Streit. Das ist nicht so gut, ja. Aber wie dem auch sei, wenn du das machst, hast du ein anderes Problem geschaffen. Du hast eine Lücke geschafft in der Reihe vor dir. Das heißt, egal wie du es machst, du kommst in Konflikt mit einem Hadith. Entweder du erschaffst eine Lücke und das darfst du nicht, oder du, wie heißt es, betest alleine und das darfst du auch nicht, ja. Und deswegen, manche Gelehrte sagen, sie bevorzugen den Hadith, dass man nicht alleine beten darf, und sagen, trotzdem nimmst du jemanden nach hinten. Und andere sagen, nein, du betest alleine, und sie bevorzugen, dass die Reihen geschlossen werden und du nimmst niemanden nach hinten. Und besser ist es mit Sicherheit, dass man alleine betet hinten, denn die Person, aus mindestens dem Grund, dass man erstens, grundsätzlich gesehen, wir kennen keinen Beweis, dass man jemanden aus der Reihe vor nach hinten nehmen darf. Und das ist unfair. Stell dir mal vor, jemand ist in der ersten Reihe und du klopfst ihn an, jetzt muss er in der zweiten Reihe beten. Der will aber nicht in der zweiten Reihe beten. Die erste Reihe ist viel wertvoller. Ja? Und sowieso ist jede Reihe, die neben dem Imam ist, wertvoller als die Reihe dahinter. Okay? Das ist der eine Beweis. Der zweite Beweis ist, stellt euch vor, jemand klopft an euch an oder tappt euch auf die Schulter. Wie werdet ihr dann euer Gebet noch verrichten? In welcher Demut? Bestimmt ist die Demut, die Konzentration nicht mehr so stark wie vor. Ja? Und deswegen das Beste ist, man betet hinten und Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, verlangt von einem nicht etwas, was man nicht tun kann. Aber bei der Frau ist nicht so. Die Frau, wenn sie die Reihen geschlossen findet von den Männern, die klopft niemanden an der Schulter. Das ist klar. Sondern sie betet einfach hinten alleine. Aber wann gilt es trotzdem? Und zwar, wenn die Frauen natürlich untereinander beten. Zum Beispiel sind 50 Frauen und die erste Reihe, zweite Reihe ist geschlossen und da kommt eine Frau, natürlich dann in diesem Fall betet sie wieder alleine, wenn sie nicht anders kann. Ansonsten muss sie in der Reihe sich einreihen. Und deswegen, liebe Geschwister, sagen wir ganz klar, die richtige Ansicht, wenn jemand eine neue Reihe aufmacht, obwohl noch eine Lücke da war und er hat sie gesehen und könnte dahin gehen, er will aber nicht, dann ist sein Gebet ungültig. Dann ist sein Gebet ungültig. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu dir eine Person, die alleine gebetet hat, hat er zu ihm gesagt, wiederhole dein Gebet. Hat zu ihm gesagt, wiederhole dein Gebet. Ja? Und genau das Gleiche, also was man leider findet in vielen Moscheen, dass die Leute, der Muadzin zum Beispiel, alleine betet irgendwo hin. Ja? Das ist schlecht. Ja? Wenn er zu zweit ist, dann sagen wir, vielleicht öffnet Allah die Barmherzigkeit Türen, dass sein Gebet auch noch gültig wird. Aber Allahu a'lam, ja, können wir nicht mehr entscheiden. Also wir sagen trotzdem, wiederhol lieber dein Gebet aus Sicherheitsgründen, weil du betest ja alleine jetzt, ja. Aber wenn er alleine betet, dann können wir ihm gleich sagen, bete nochmal, dein Gebet ist ungültig. Dann des Weiteren, liebe Geschwister, in der Moschee muss man den Imam hören können oder die Reihen vor sich sehen können. Damit ein Gemeinschaftsgebet ist, muss man den Imam hören können oder die Reihen vor einem sehen können. Oder man hört die Person, die den Imam den Takbir nachspricht. Und ja, wenn der Imam zu leise ist oder die Gemeinschaft zu groß ist, dann kann natürlich der Takbir des Imams kommt nicht hinten an. Dann soll hinten jemand auch den Takbir sprechen, der ihn noch hört, damit er ihn weiterleitet sozusagen. Ja? Praktisch als Mikrofon fungiert.
Man muss die Reihe vor sich sehen können. Und deswegen ist es wirklich problematisch heutzutage, dass die Frauen alleine beten und die Männer nicht sehen können. Das ist wirklich ein Problem, weil wie oft passiert es, dass das Mikrofon ausgeht oder Strom ausfällt oder sonst etwas, ja? Deswegen der Sinn ist, dass die Frauen die sehen können, wenn ein Mann etwas macht, ja? Und sogar einmal ist, wie Sheikh Al-Uthaymeen erzählt hat, rahimahullah, ist passiert, dass in einer Moschee die Frauen haben gebetet und dann nach dem Fardgebet hören die Frauen folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, die Frauen sehen ja die Männer nicht. Die Frauen hören Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und vielleicht nochmal Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und dann haben die Frauen gefragt, wer ist der Tote, für den ihr gerade das Totengebet verrichtet habt? Ja, das war aber kein Toter, sondern sie haben einfach nur zwei Vergesslichkeitserwerfungen gemacht. So wie das Sahu, weil der Imam hat irgendwas falsch gemacht und gebetet, dann hat zwei Sajdat gemacht. Ja? Also das alles, weil die Frau, und stellt euch vor, wie ergeht es einer Person im Gebet, jetzt im Freitagsgebet, eine Rak'a ist gebetet und jetzt Strom ist aus. Was machst du jetzt? Ja? Du hoffst, dass in zwei Sekunden der Strom wieder angeht. Ansonsten hast du ein Problem. Ja? Ansonsten hast du ein Problem. Ist klar natürlich, wenn das Gemeinschaftsgebet verlieren würden, dann würden sie alleine weiter beten. Würde jeder für sich alleine beten. Ja? Das ist klar. Und wenn es wie beim Freitagsgebet, müssten sie halt Woche zu Ende beten. Da gibt es eben keine andere Möglichkeit. Ja? Aber, um diese Sache aus dem Weg zu gehen, sollten die Frauen hinter den Männern sein, damit sie sehen können. Und es gibt sogar manche Gelehrte, die gesagt haben, was heutzutage passiert, ist eine Bid'a in der Religion, weil wie gesagt, das passiert, was passiert. Ja. Wie dem auch sei, die Reihen müssen hintereinander sich gegenseitig sehen können oder mindestens in der Moschee hören können. Und was auch nicht sein darf, was auch zum Gemeinschaftsgebet gehört, und sind wir bald gleich fertig, inshallah, und zwar der Imam, liebe Geschwister, darf nicht an einem höheren Ort stehen als die anderen. Der Imam darf nicht auf einem höheren Ort stehen als die anderen. Überliefert ist, dass manche Leute das gemacht haben, um großer Menge Sahaba ja, gemacht haben, um vielen Leuten gleichzeitig das Gebet zu leiten. Für viele Leute Gebet zu leiten, haben sie sich sogar auf ein Dach gestellt. Dach gestellt, damit die Leute ihn, den Imam, sehen können. Ja? Aber dies ist verboten und das darf man nicht tun, sondern der Imam soll auf der gleichen Ebene sein wie die Ma'umin. Und klar, die Weisheit unter anderem, erstens, der Prophet hat es so gemacht, zweitens, damit man sich nicht unterscheidet. Und das ist auch der Grund, warum manche Gelehrte sagen, der Imam, wenn er Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt hat und sein Gebet beendet hat, soll er die Adhkar sprechen, die er nach dem Gebet zu sprechen hat, und dann soll er seinen Ort verlassen. Und soll nur, wenn es irgendeinen Grund gibt, da sitzen bleiben. Sonst soll er weggehen. Weil er ist eigentlich nur aus diesem Grund, weil er vorbetet an dieser Stelle und dann Sache ist vorbei. Jetzt hat er keinen Vorzug mehr den anderen gegenüber. Ja? Es sei denn, der Imam möchte den Leuten was zeigen. Wenn der Imam, wie der Prophet, einmal hat er auf dem Mimbar hat er gebetet. Auf dem Mimbar hat er gebetet. In Richtung Qibla. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie hier die Stufen, die gehen. Wenn du hochsteigst auf den Mimbar, 1, 2, 3, geht es in Richtung Qibla. Und der Prophet s.a.w. stand oben drauf in Richtung Qibla, das ist der Rücken zu den anderen Leuten. Dann hat er gebetet und gelesen und Ruku' gemacht und dann sami'a Allah al-Muhammida und dann ist er rückwärts runtergegangen vom Mimbar und dann hat er, also rückwärts runtergegangen und dann hat er Sujud gemacht, wo? Am Anfang des Mimbar, bei der ersten Stufe, weil er rückwärts runtergegangen ist. Ja? Und dann ist er wieder hochgegangen, um weiter zu beten. Weil Sujud kannst du nicht oben machen. Und Sujud beim Fardgebet musst du. Und das hat er nur gemacht, sallallahu alaihi wasallam, um den Leuten das Gebet beizubringen. Und natürlich wissen wir, dass der Prophet, das sollte heutzutage niemand machen, als Imam. Sondern der Prophet hat eine besondere Stellung. Er ist der Prophet und er bringt den Leuten das Gebet bei. Zum ersten Mal sehen sie es. Und die Leute wollen es alle sehen. Und dann ist es die beste Möglichkeit, dass man ihm da nachmacht. Und dann sagte er am Ende, إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّ بِي وَلِتَعْلَمُ صَلَاتِي. Ich habe dies gemacht, damit ihr mir nachmacht und damit ihr wisst, wie ich bete. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und was auch die Gelehrten gesagt haben, der Imam soll nicht in einem Taq beten. Ein Taq ist wie, wenn es zum Beispiel, manchmal geht es in den Moscheen vorne, so eine Wölbung, sodass man der Imam innen drin steht. Ja? Warum? Weil da kann der Imam vielleicht von den seitlichen Leuten nicht gesehen werden. Ja? Erstens ist es keine Sunna, dass man so etwas macht.
sondern wie gesagt, weil der Imam, wenn er drin steht, wird er von vielen Leuten nicht mehr gesehen, und das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass der Imam gesehen werden kann, falls er irgendwas macht, dass man ihn darauf aufmerksam macht. Und andere Gelehrte haben gesagt, es ist Mustahab, dass man so etwas hat in der Moschee, damit man die Qibla kennt, damit, wenn jemand in die Moschee kommt, die Qibla kennt. Aber wir wissen, liebe Geschwister, also ich weiß nicht, also es gibt auch andere Dinge, wodurch man die Qibla erkennen kann, und meistens, indem Leute in der Moschee sind, oder also wenn es wirklich nur darum ginge, dass die Leute wissen, wo die Qibla ist, kann man auch einen Pfeil machen, ja? Oder jemanden fragen, im meisten Fall. Oder in den meisten Moscheen, was auch nicht ganz in Ordnung ist, findet man ja die Teppiche, die Richtung Qibla zeigen. Ja? Da sieht man ja auch schon. Also da braucht man nicht noch extra einen Mihrab zu bauen oder einen Taq zu bauen, wie es auch immer heißt. Und nun zu guter Letzt fast noch eine Angelegenheit. Wenn du in der Gemeinschaftsgebet, wenn du zum Beispiel dein Gebet verrichtet hast, was mit deinem freiwilligen Gebet? Sollst du es dann an der gleichen Stelle verrichten oder woanders? Ibn Umar radiallahu anhuma kana yusalli fi makanihi alladhi salla fihi al-fariida. Das heißt, wenn Ibn Umar radiallahu anhu, der Hadith bei Bukhari, wenn er sein Fardgebet verrichtet hat, hat er sein Nafila-Gebet an der gleichen Stelle verrichtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La yusalli al-imamu fi al-mawdi' alladhi salla fihi hatta yatahawwal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Imam soll nicht an der gleichen Stelle beten, wo er vorher gebetet hat, sondern er soll seinen Platz ändern. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud und woanders. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im anderen Hadith, fällt es euch etwas schwer, dass ihr nach dem Gebet etwas nach vorne oder nach hinten oder nach links oder nach rechts geht? Ja, dass wenn man sein Fardgebet verrichtet, soll man sein Nafila-Gebet nicht an der gleichen Stelle verrichten. Das ist eine Sunna. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, dass der Imam es nicht machen darf oder soll. Und der Ma'mum, um dem Imam nachzumachen, soll es auch so machen, wie der Hadith, den ich gerade vorgelesen habe. Und der zweite Hadith: Fällt es euch etwas schwer, nach dem Gebet nach vorne, nach hinten oder links, nach rechts zu gehen? Aufgrund dieses Hadith ist es für den Imam auch Sunnah, dass er seinen Ort wechselt und nicht an der gleichen Stelle betet, wie er sein Fardgebet verrichtet hat. Und der Hadith von Ibn Umar sagen manche Gelehrte einen Beweis dafür, dass man es machen darf. Deswegen haben wir gesagt, dass es eine Sunnah ist und keine Pflicht ist. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Der Imam nach dem Fardgebet ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sowohl seinen Platz nach rechts und nach links verließ. Also nicht, sondern meistens verließ er den Platz nach links, drehte sich nach links um und er verließ aber auch, oder wendet sich auch manchmal nach rechts um, und beides ist erlaubt, und am besten man macht das abwechselnd, also mal so und mal so. Ich meine jetzt nicht abwechselnd einmal so und morgen so, übermorgen wieder so, das habe ich nicht gemeint, sondern mal so und mal so. Was auch Mustahab ist, dass wenn Frauen anwesend sind, dass die Männer kurz sitzen bleiben, bis die Frauen weggehen. Und hier sehen wir, Alhamdulillah, wenn wir die Sunna richtig umsetzen, auch beim Gemeinschaftsgebet, und die Frauen hinten sind, haben wir kein Problem damit. Ja? Die Frauen beten hinten und die Männer beim Gebet, Salamu alaikum wa rahmatullah, sagen sie, da bleiben sie kurz sitzen, bis die Frauen rausgegangen sind, und dann gehen die Männer raus. Ja? Und so ist überliefert worden. Und manche Gelehrte sagen, also was überliefert worden ist folgendes: Der Prophet blieb an seinem Ort kurz sitzen und dann drehte er sich erst um, nicht direkt. Und man sagt, ein Überlieferer, der den Hadith überliefert, vermutet, dass der Grund war, damit die Frauen weggehen. So ist also, damit wir das richtig weitergeben. Ja? Und die letzte Angelegenheit, liebe Geschwister, ist, dass es makruh ist, zwischen den Säulen zu beten. In manchen Moscheen, besonders in den großen Moscheen in Mekka und Medina und so, weil das Dach so riesengroß ist, gibt es Säulen. Ja? Und zwischen diesen Säulen soll man nicht beten. Denn Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte: Kunna nattaqi dhalika ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Er sagte, wir sind diese Sache aus dem Weg gegangen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und klar, warum? Weil diese Sachen die Reihen unterbrechen. Und dieser Hadith ist bei Abu Dawud, bei An-Nasa'i, bei At-Tirmidhi, bei Al-Hakam, bei Ahmad, der Hadith ist sahih.
Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.